Hey Leute, in diesem Video zeige ich euch die besten Kfz-Batterieladegeräte, welche es aktuell zu kaufen gibt. Also bleibt dran! Wer kennt das nicht? Abends das Licht vom Auto angelassen, morgens ist die Batterie des Autos leer. Ärgerlich! Oder aber, der Wagen stand einige Tage, draußen war es kalt und das Auto verweigert seinen Dienst, da die Batterie nicht mehr mitmacht. Da hilft nur eins, ein Batterieladegerät. Im Gegensatz zu den großen und klobigen Geräten, die vor einigen Jahren noch in Umlauf waren, sind die heutigen Geräte wesentlich kleiner und trumpfen mit vielen automatisierten Funktionen auf. Sie eignen sich zum Großteil auch dazu, bei längeren Standzeiten die Batterie fit zu halten. Zum Beispiel bei Motorrädern, die im Winter in der Garage bleiben. Insgesamt habe ich 4 Kfz-Batterieladegeräte hier miteinander im direkten Vergleich. Welches am besten zu dir passt, erfährst du jetzt. Achtung, Rabattcode! Für viele unserer empfohlenen Produkte gibt es versteckte Rabatte. Ruft euren Rabattcode ganz einfach über unseren Produktlink auf. Dieser ist dann automatisch hinterlegt. Der Rabattgutschein wird euch, sofern noch verfügbar, direkt unter dem Preis angezeigt. In diesem Beispiel wurden über 60 Euro zusätzlich gespart. Alles, was man tun muss, ist durch einen einfachen Klick im Optionsfeld den Rabattgutschein zu aktivieren. Der Rabatt wird dann letztlich an der Kasse beim Bezahlen abgezogen. Über 64% unserer Produktlinks haben diese Rabattgutscheine hinterlegt. So lässt sich ordentlich Geld sparen. Fangen wir an mit dem Batterieladegerät von Nurco. Das Nurco Genius 5EU Batterieladegerät ist äußerst klein und kompakt. Dennoch bietet das Ladegerät so gut wie alle Vorzüge, die von einem modernen Batterieladegerät zu erwarten sind. Der Ladestrom beträgt 5 Ampere und es lädt Batterien bei einer Ausgangsleistung von 75 Watt bis zu einer Kapazität von 120 Amperestunden auf. Hierzu zählen Batterien mit einer Spannung von 12 Volt, als auch Batterien für 2 Räder und einer Spannung von 6 Volt. Ein erweiterter Wiederherstellungsmodus kann dabei helfen, alte, ungenutzte, beschädigte, verschichtete oder sulfatierte Batterien wieder in Gang zu bringen. AGM-Akkus sowie Lithium-Ionen-Akkus mit Akkuüberwachungssystem stellen ebenfalls kein Problem für das Ladegerät dar. Ein integrierter Temperatursensor überwacht und regelt den Ladezyklus automatisch und verringert das Risiko einer Unterladung. Dies gilt bei kaltem Wetter bis zu 20 Grad und bei heißem Wetter bis zu 40 Grad Celsius. Mein Fazit: Dieses Gerät ist schön klein und kompakt und erfüllt seinen Job einwandfrei. Ich finde es super. Mit überzeugenden 4,7 von 5 Sternen ist es kein Wunder, dass dieses Batterieladegerät von Nurco ein absoluter Bestseller ist. Alle weiteren Informationen und den aktuellen reduzierten Angebotspreis findest du natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Als nächstes möchte ich euch das Batterieladegerät von Bosch vorstellen. Das Bosch C3 zählt zu den Autobatterieladern, die sowohl die neueren 12 Volt als auch ältere 6 Volt Akkus aufladen können. Es ist hochwertig verarbeitet und resistent gegen sowohl Fallschaden als auch Kältezustände. Leider nur bis zum Gefrierpunkt, zumindest laut Hersteller. Die angegebene Obergrenze in Sachen Hitze liegt bei 40 Grad. Lobenswert sind auch die stabil verarbeiteten und gut isolierten Polklemmen des Geräts. Meine Meinung hier ist klar: Tolles und gut verarbeitetes Gerät, welches einwandfrei funktioniert. Natürlich könnte die Kältegrenze auch etwas niedriger sein, allerdings reicht das für deutsche Wetterverhältnisse völlig aus. Alle weiteren Informationen und den aktuellen reduzierten Angebotspreis findest du natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Als dritte und nächste Empfehlung dieser Reihe von Batterieladegeräten möchte ich euch wärmstens das Batterieladegerät von C-TEC ans Herz legen. Das Batterieladegerät C-TEC MXS 5.0 ist ein vollautomatisches Ladegerät für Ladung, Erhaltungsladung und Instandsetzung. Es ist wetterfest, somit kannst du es auch bei schlechtem Wetter draußen verwenden. Außerdem brauchst du keine Angst zu haben, aus Versehen die Pole der Batterie zu vertauschen, denn dagegen gibt es eine Sicherungsfunktion. Das Ladegerät ist nur für 12 Volt Batterien geeignet und liefert eine Stromstärke von maximal 5 Ampere. Motorradbatterien oder Batterien von großen Zugfahrzeugen, die mit anderen Spannungen arbeiten, kannst du damit leider nicht aufladen. Auf der Oberseite des Geräts erfolgt die Anzeige des Ladezustandes der Batterie. Außerdem gibt es einen Wahlschalter, mit dem du zwischen Instandhaltungs- und Lademodus hin- und her schalten kannst. Mit starken 4,8 von 5 Sternen sind sich alle Kunden und Bewertungsportale einig. Bei diesem Batterieladegerät kann man absolut nichts falsch machen.
Alle weiteren Informationen und den aktuellen reduzierten Angebotspreis findest du natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Zu guter Letzt möchte ich euch noch das Batterieladegerät von Einhell vorstellen. Das Einhell CC-BC5 Ladegerät ist ein leistungsstarkes 12 Volt Batterieladegerät mit eingebauten Ampermeter für Kfz- und Motorradbatterien. Es verfügt über maximale Sicherheit durch schutzisolierten Aufbau, Überlastungs-, Verpolungs- und Kurzschlussschutz. Das Gerät besitzt ein äußerst robustes Stahlblechgehäuse und einen stabilen Tragegriff für größtmögliche Mobilität. Die Polzangen mit Ladeleitung sind kräftig und voll isoliert. Mein Fazit? Für den Preis kann man absolut nicht meckern. Das Gerät hat sich in meinem Test als super gut erwiesen und hat seinen Job perfekt erfüllt. Klare Kaufempfehlung. Alle weiteren Informationen und den aktuellen reduzierten Angebotspreis findest du natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt uns dies mit einem Daumen nach oben mit. Abonniert uns, damit ihr auch weitere Videos von uns erhaltet, und aktiviert die Glocke, um kein einziges Video mehr zu verpassen.